die Impfpflichtfrage, und wenn es dann nur für neu anzustellendes Personal ist, ist schon sehr sensibel. Ich glaube, der erste Blick muss ganz woanders hingehen. Das würde ich nach wie vor offen lassen. Okay, wohin soll unser Blick dann gehen? Auf mehr als 200 Tote in der letzten Woche, auf 13.000 Neuinfektionen täglich? Gehen wir die Sache mal andersrum an. Schauen wir mal auf die Maßnahmen. Wir haben jetzt den Lockdown für Ungeimpfte. Diese Maßnahme lassen wir uns ordentlich was kosten. 41 Millionen Euro kostet uns alle der Lockdown für jene, die sich noch immer nicht geimpft haben. Denn wer nur das Allernötigste einkaufen darf, aber nicht ins Kino geht, nicht essen geht, nicht auf Urlaub fährt, der oder die fehlt der Wirtschaft. Ein halber Lockdown, der volle Länge kostet, aber uns keinen Zentimeter weiterbringen wird, fürchten Experten und Expertinnen. Denn die Neuinfektionen rasen durch die Decke. Wie gesagt, 230 Menschen sind allein in den letzten 7 Tagen an der Seuche gestorben. Das ist so, als würde jede Woche ein Flugzeug voller Menschen vom Himmel krachen. In Salzburg entscheidet nun ein Triage-Team darüber, um welchen Patienten überhaupt noch gekämpft wird und wer aufgegeben wird. Die Plätze und das Personal reichen einfach nicht mehr aus, um für alle alles zu tun. Aber gut, da kann man halt nichts machen. Wer sich schützen will, kann das ja. Wer nicht will, ja, der will eben nicht. Das ist schon irgendwie eine freie Entscheidung. Die Freiheitsrechte, um die es da geht, die gelten ja nicht unbeschränkt. Diese Freiheitsrechte kann man einschränken, wenn ein höherwertiges Interesse gefährdet ist. Und die öffentliche Gesundheit ist ein höherwertiges Interesse. Also man darf die Freiheit des Einzelnen einschränken, wenn das notwendig ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Aha, die Freiheit des Einzelnen endet also dort, wo sie zum Schaden aller Unverantwortliches anrichtet. Wer in Salzburg heute einen schweren Autounfall hat, einen Herzinfarkt oder akut Krebs, wird nicht ordentlich behandelt werden können. Ob geimpft oder nicht. Das Ego des Einzelnen steht hier der Freiheit von uns allen entgegen. Denn nur wenn genügend Leute geimpft sind, erreichen wir Herdenimmunität. Und die Herde sind wir alle. Wir brauchen einander, denn einige von uns können sich durch Impfung nicht schützen. Sehr kleine Kinder zum Beispiel. Die jüngste Patientin auf der Intensivstation in Oberösterreich ist erst 15 Monate alt. Oder Menschen, deren Immunsystem gerade extrem geschwächt ist. Während einer Chemotherapie oder nach einer Organtransplantation zum Beispiel. Für die wäre eine Infektion lebensgefährlich. Und eine Impfung unmöglich. Alle diese Menschen werden erst geschützt, wenn mindestens 85, vielleicht sogar 90% der Bevölkerung einen Impfschutz haben. Erst dann findet das Virus zu wenige Leute, die es infizieren könnte, um sich richtig schnell weiter zu verbreiten. Sind ja fast alle geimpft. Das hatten wir übrigens schon einmal genau so. Ab 1948 war die Impfung gegen Pocken verpflichtend. Aber nur bis 1980. Denn seit damals gilt die Erde als pockenfrei. Geimpft wird also seither niemand mehr, weil einmal alle gemeinsam für den nötigen Schutz gesorgt haben, um die Pockenviren zu besiegen. Eine andere Idee, Bares für den Impfbooster. Wer sich seinen Impfbooster holt oder schon längst geholt hat, bekommt 500 Euro. Das würde uns österreichweit knapp 4 Milliarden Euro kosten, klar. Aber ein Teil fließt postwendend in die gemeinsame Staatskasse zurück. Denn wer für 500 Euro einkaufen geht, zahlt ja Steuern an der Kasse. Und es ist günstiger als die Folgen eines Weiterwurschtelns mit Lockdowns. Wirtschaftshilfen, Kurzarbeit und Co. haben uns allein in diesem Jahr mehr als 12 Milliarden Euro gekostet. Ein Impfbonus von 500 Euro für den Drittstich wäre also nicht nur sinnvoll, um die Impfquote Richtung 85-90% zu heben, sondern würde auch ökonomisch vor allem jenen Menschen zugutekommen, die wegen der Pandemie nur mehr schlecht als recht über die Runden kommen. Leute, die ihren Job verloren haben, die sich schwer tun, in der Pandemie Arbeit zu finden oder Menschen, die sowieso mit niedrigem Einkommen auskommen müssen. Österreich hat noch nicht einmal ansatzweise alles getan, um die Impfquote auf das notwendige Niveau anzuheben. Also mehr Mut, mehr Ideen und vor allem endlich echte Entscheidungen. Belohnen wir vollständig Geimpfte mit einem Impfbonus in Höhe von 500 Euro. Sorgen wir für eine Impfverpflichtung in all jenen Bereichen wie Krankenhäusern, Pflege und Schulen, wo Ungeimpfte ein besonderes Risiko für andere darstellen. Und scheuen wir nicht vor einer allgemeinen Impfverpflichtung zurück, wenn es sich dabei schlussendlich um den wirksamsten und vielleicht einzigen Weg aus der Pandemie handeln sollte. Wie kriegen wir die Impfquote auf ein vernünftiges Niveau? Was ist deine Meinung? Postet mir in die Kommentare. Ich freue mich auf die Diskussion und nächste Woche das nächste Video.